Hallo, hier zeige ich euch mal das aktuelle Freenet-Video-Angebot, das ihr eventuell auch mit Angebote bekommen habt neuerdings. Und ich zeige euch auch, wie man das dann kündigen kann. Weil es ist so, wenn man Freenet hat, dann wird in letzter Zeit findet sehr viele Werbeanrufe statt. Okay, möchten Sie dieses Angebot haben? Dann wird es einfach mit reingebucht. Und dann hat man hier so ein plötzlich unter seine Verträge. Also wenn man auf die Verträge geht, dann findet man unter dieses Lifestyle Entertainment Options. Und da ist einmonatig frei, aber anschließend kostet es was. Das wird euch auch so gehen. Und dann ist hier dieser komplette Vertrag mit dabei. Wenn man dann auf Vertragskonditionen geht, dann sieht man, dass das in den Folgemonaten was kostet. Wenn man sich versucht anzumelden, dann hat man immer die Frage, okay, Videoportal könnte ja eigentlich ganz schön praktisch sein, könnte ich die neueste Trailer sehen und so weiter, was es gibt. Also sobald man sich eingeloggt hat, das Einloggen ist relativ schwer, weil meistens funktioniert das am Anfang gar nicht. Aber ich habe mich jetzt mal angemeldet und zeige euch, was findet man eigentlich unter Freenet, Video, myvod.de, Genre. Wir haben hier oben so ein Paket mit Blockbuster und sowas. Wir gehen jetzt einfach mal durch. Blockbuster könnte ja ganz interessant sein. Das sind die Videos, die man kaufen kann, so wie bei Amazon oder so, kann man die echten Videos, die guten Videos, die muss man bezahlen. Es gibt sonst halt immer die Trailer da dazu. Sieht man hier dann. Also die Qualität ist nicht schlecht, aber wo ist auch die Qualität nie schlecht, ja. Das geht alles so. Sieht man hier. Also Angebot, Lamborghini, Wake Up the Dead, Old Man, The Old Way, The Old Man bin ich, ja, und so weiter. Ihr seht hier alles, sagen wir mal. Mäßige Kategorie, würde ich einfach sagen. Mäßig. Das sind die Video-Blockbuster des Monats, Filme und Serien. Serien gibt es natürlich auch. Ihr seht ja Supernatural, Doc Martin und so weiter. Das sind alles Serien, die auf den allgemeinen Kanälen so laufen. Und dann haben wir Video leihen und kaufen. Gehen wir mal durch. Haben wir hier nach Rubriken geleistet. Auch hier gehen wir hier mal unter Action-Serien rein. Also das ist jetzt Leihen und Kaufen. Da haben wir hier High Heat, Detective Night, Independence, Wolf Hunting, Cloud Mountain, Shotgun Wedding, Quantumania und so weiter. Jetzt gehen wir mal in Avatar. Wir wollen Avatar angucken. Das ist der Original-Avatar 1. Nein, das ist der 2, aber das ist auch nur ein Trailer. Ihr seht hier, der 2 Minuten. Das wäre ja schön, also im Paket enthalten. Gehen wir hier auf diese Filme. Wo sind wir gerade bei Action? Was ist enthalten? Und dann hier leihen und kaufen. Das heißt, die muss ich zusätzlich zahlen. Das sehen wir einfach im normalen Teil. Naja, für das, was kostenlos ist, sind jetzt so einige China-Versionen. Sehr viel China, China, China. Ist auch der Trend wie heißt er mal, bei Netflix zum Beispiel. Da ist ja auch sehr viel jetzt aus Indien. Also sind nicht so wirklich die Bringer, die es da hat. Ich würde sagen, man sollte es jetzt einfach, wer sich das so antun will, wie gesagt, ich switche nur mal kurz durch, damit ihr das halt seht. Okay, da hat es dann diese Aufgliederung, meine Filme, Serien. Also das ist alles nicht so berauschend. Ich finde es jetzt nicht so der Hit. Deswegen, Mama, jetzt zeige ich euch noch, wie man das Ganze kündigt. Wo habe ich denn mein Kündigen? Irgendwo war so ein kleiner Kündigungslink dran. Da muss man nur diese eigenen Daten eintragen. Ja, habe ich jetzt nicht mehr da. Kündigen. Gehen wir nochmal rein unter Kündigen. Da gibt es ganz einfache Kündigen. Kündigen. Da haben wir es. Da kommt es. Wir geben ein freenetdigital.de Online-Service Kündigung Freenet Video und da tragt ihr eure Vertragsnummer ein, die ihr gerade eben gesehen habt, eure E-Mail und so weiter und dann ist die Kündigung durch, falls euch dieses Angebot ja dann doch nicht so viel zusagt.